Heute zeige ich euch einen fluffigen Nudelauflauf mit Paprika in Specktomatensoße und einer crunchigen Käsedecke. Das wird ein Gaumenschmaus. Wie ich den gemacht habe, das erfahrt ihr jetzt. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten für ca. 6 Portionen. Hier laufen sie gerade durch. Alle Zutaten sind wie immer unter diesem Video nachzulesen. Und los geht's. Als erstes wird die Paprika gewaschen, geputzt und dann in Streifen oder Würfel geschnitten. Genauso verfahren wir auch mit den Zwiebeln. Beides zusammen wird dann in heißem Butterschmalz angedünstet. Deckel drauf und 15 Minuten weiter garen. Währenddessen wird in einem Topf eine zweite Zwiebel zusammen mit Speckwürfeln angedünstet. Dazu kommen dann alle weiteren Zutaten für die Soße hinzu. Das Paprika-Zwiebel-Gemisch wird jetzt gewürzt, dann nochmal gut durchgerührt oder durchgeschwenkt und dann kommt es zur Soße hinzu. Deckel drauf und alles bei mäßiger Hitze weiterköcheln lassen. In der Zwischenzeit können dann schon mal die Nudeln gekocht werden. In die Soße kommt jetzt noch ein kräftiger Esslöffel Meersalzfrischkäse. Jetzt die fertig gekochten Nudeln abschütten und in eine Auflaufform geben. Dann die Soße drüber und zum Schluss mit Käse bedecken. Der Auflauf kommt dann bei 180 Grad Umluft für 30 Minuten in den Ofen. Fertig gebacken sieht er dann so aus. Und dann anrichten und schmecken lassen. Ich wünsche viel Freude beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.